Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Squishy, dem kleinen Schweinchen, das sich wie immer selbst umbringen muss. Wir haben noch 24 Leben und Achtung, der Vogel ist angry. Was stand da? Entschuldigung, was ist mit dem Vogel? Hallo, ich würde es gerne nochmal lesen. Oh mein Gott. Okay, Vogel, können wir das vielleicht wie gute Freunde klären? Da ist erstmal ein Apfel. Oh, es gibt 20 Äpfel in dem Level. Müssen wir natürlich drauf achten, dass wir die alle bekommen. Und auf jeden Fall eine ziemlich nice Musik. Gefällt mir bis hierhin. Ja, ich weiß nicht genau, was mit dem Affen los war. Ich meine, wir können uns doch jetzt hier umbringen. Warum wäre das ein Fehler? Weil wir noch nicht alle Äpfel haben und... Okay, warte mal. Okay, hier muss irgendwo ein Schalter sein. Da oben. Ah, wie komme ich denn da hoch? Mit dem Föhn. Da muss hier noch irgendwo ein roter Knopf sein. Ah, da ist er doch. Entschuldigung. Das war irgendwie nicht so mein Plan. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Okay, aber wieso haben wir jetzt hier verkackt? Also der ist, you might have to run for the key. Ah, okay, wir dürfen uns jetzt hier nicht umbringen, weil wir den Key kriegen müssen. Warum auch immer. Die Logik möchte sich nicht komplett mir erschließen, aber ist in Ordnung. Ja, und hier ist es dann auch mehr als nur ein kleines Jump'n'Run. Hier ist es jetzt schon ein richtiges Jump'n'Run, ne? Und wir sind fast so schnell wie der Vogel. Ja, scheiße, das war natürlich doof. Warte mal, was müssen wir denn machen? Oh, das ist gar nicht so einfach. Okay, wir müssen auf jeden Fall den Überblick behalten. Das ist so Punkt Numero Uno. Überblick behalten, meine Damen und Herren. So, wir können uns hier auch ruhig ein bisschen Zeit lassen. Alles kein Problem. Perfekt. Dann sammeln wir hier alles ein. Und dann müssen wir im Grunde auch schon direkt eigentlich nach da oben. Und wir machen das insofern, dass wir... Okay, keine Ahnung, wie das... der ist hier gegen die Wand geploppt. Ja, das ist natürlich in Ordnung. Das kann man so machen. Hallo? Okay. Da habe ich den Stein einfach ausgetrickst. Okay, erst darüber springen, die Äpfel einsammeln. Wunderbar. Und dann... Genau, es war ein Teleporter. Damit habe ich gerechnet. Okay. Okay, wir müssen einfach das TNT... kaputt machen. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. So. Oh, ich würde es gerne... Oh mein Gott. Okay. Einfach die Übersicht behalten. Da ist ein Schalter. Wofür ist der? Oh mein Gott. Alter. Ich hab Äpfel vergessen. Scheiße. Okay, egal. Wir gucken erstmal, wie das Level weitergeht. Die Äpfel kann ich ja zur Not auch noch nachholen. Okay. Die Musik ist auf jeden Fall catchy. Okay. Das ist halt übertrieben hart. Okay, das war doch gar... LOL! Das hat mich... Der Schwung hat meinen Sprung viel weiter gemacht. Damit kann ich doch nicht rechnen. Oh mein Gott. Okay, Squishy, wir haben eine Aufgabe. Und die müssen wir jetzt auch einfach schaffen. Es ist unsere Pflicht, Squishy. Für Mama und Papa Schwein. Oh mein Gott. Was ist das? Was stand da? Wo ist denn der Vogel? Ja, aber der Vogel ist doch hier nirgendwo. Ich war zu langsam. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich darf nicht zu langsam sein.
Ich verfolge den Vogel, ich verfolge den Vogel und ich bin super schnell dabei. Ich verfolge den Vogel, der Sprung muss sitzen, oh ole. Ja, der Sprung, der muss jetzt sitzen. Okay. Ich hab's! Das war einfacher, als ich dachte. Das war schwierig! Wow! Ich bin begeistert von diesem Spiel. Das war wirklich schwierig. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, die Level werden jetzt wieder ein bisschen einfacher. Einfach, damit man hier mal ein bisschen relaxen kann. Wow, ich bin begeistert. Das hat mich richtig gefordert. Damit hätte ich halt einfach niemals im Leben gerechnet, Leute. Alter, das ist ja unfassbar. Okay. Das verstehe ich nicht. Wie komme ich da hoch? Gar nicht. Okay, ich gehe erstmal weiter. Da ist ein Teleporter irgendwie. Wir haben hier... Ich habe auch alle Äpfel bekommen in dem Lauf, ne? Das war halt auch mega sick. Mega sick. Und mega stark. Ah, ich glaube... Ich glaube, ich habe was vergessen. Naja. Und zwar war doch da bestimmt eine Kiste, genau. Wir müssen diese Kiste mitnehmen. Ich habe verstanden, worum es hier geht. Ich muss die Kiste auf die Plattform bringen. Perfekto, Matiko. Und dann weiter, immer weiter. Und hoffentlich landet die jetzt richtig. Oh, das könnte ein Problem geben. Okay. Knapp, aber hat gereicht. Okay, wunderbar. Jetzt kommen wir nämlich in den Teleporter rein. Und dann sind wir hier. Und dann müssen wir... Wir können erstmal nach da unten gucken. Oh. Jetzt bin ich mir natürlich unsicher. Weil ich halt nicht weiß, was da unten ist. Hä? Oh. This might be a problem. Okay, Leute, ich habe hier wieder alles vorbereitet. Und meine Frage an der Stelle ist, ich habe alle Äpfel. Ich kann mich jetzt also einfach umbringen. Kann ich mich nicht hier einfach umbringen? Nee. Ah, das geht nicht. Ah, cool. Ja, ach so, okay. Okay, aber dann nächste Frage. Wenn ich hier bin. Wofür ist dieser TNT-Schalter? Ich muss das Nitro da runter schubsen. Und ich muss das da rein tun, damit ich das Nitro mitnehmen kann. Und hier runter schubsen kann. Okay. Dann mache ich das so. Warum? Hä? Okay, Leute, ich musste in diesem Level einmal nachschauen, wie genau das hier funktionieren soll, aus einem Grund. Ja, mich hat das hier einfach alles so komplett irgendwie durcheinander gemacht, ja, mit diesen roten TNT und so, und ich wusste gar nicht, was hier abgeht. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie auch eigentlich immer in diesem Spiel. Man denkt halt nur so kompliziert. Wie bringt man sich hier um? Man bringt einfach diese Kiste hier an die Stelle, drückt auf das TNT und scheiße. Verkackt es dann. Uno Momento. So, ich muss jetzt einfach diese Kiste mit dem Kopf fangen. Was gar nicht so einfach ist, okay. Ah, ich habe mich getroffen. Oh, das war komplizierter, als es aussah. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ich denke mir immer so, ich bin ja nicht blöd und eigentlich müsste ich auf diese Lösung kommen, aber es ist halt wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Level machen wir Level 1.10. Dann sind wir, glaube ich, mit der ersten Welt fertig. Und ich denke, dann geht es in die zweite Welt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.